Hallöchen YouTube, willkommen zurück auf dem Sephiron-Plateau. Heute kämpfen wir gegen Mojaro. Und Mojaro hat schon ein krasses Team am Start, Freunde. Nämlich hat er, oh, ein Lucario, ein Glurak. Was das wohl für ein Glurak sein wird? Ein Serpiroyal, ein Altaria. Oh, Alter, also, da ist schon ein bisschen, ne, ein bisschen Power am Start, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass das vielleicht ein... Ich weiß es ja nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Team halten soll. Was ich aber weiß, ist, dass wir dasselbe Team wie beim letzten Mal nochmal am Start haben, denn wir konnten einerseits Slicer und Overroll gar nicht richtig zeigen. Und das möchten wir heute nachholen. Das probiere ich heute, Freunde. Außerdem hatte ich keine Zeit mehr, denn ich muss mich in ein paar Minuten auch schon mit Droix und Beamon treffen, um irgendwas aufzunehmen. Die Jungs haben da irgendwie was geplant, so eine Laberrunde oder so. Und deswegen mache ich heute noch ein Battle, damit ihr noch ein 6. in Folge bekommt. Nee, ein 7. Das ist, glaube ich, das 7. Battle in Folge, Alter. Okay. Okay, Lucario kann uns gar nichts. Lucario kann uns tatsächlich gar nichts machen. Und ich wäre froh, wenn wir auch in diesem Battle keinen Disconnect hätten, denn das wäre so ein bisschen behindert. So, was wir aber haben, sind die Tarnsteine auf Razor natürlich. Ihr wisst's, Freunde. Wow, Mega Lucario. Okay. Wenn das Ding keinen Eistrahl hat, dann bin ich nicht so... Ne? Dann bin ich nicht so beeindruckt. Nahkampf. Okay. Einfach mal straight für den Nahkampf gehen. Fuck it. Einfach mal nahkampfen. Alles klar. So, da kommt auf jeden Fall Rauhaut und Beulenhelm zum Start und wir hauen die Tarnsteine raus. Und das ist ein normales Glurak? Wenn du ein Mega Lucario hast, hast du ein normales Glurak, Mojaro? Okay, 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 okay. Ja, Razor ist an der Stelle eh nicht so das MVP. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es einfach mal sterben. Lassen wir sterben. Wie machen wir, was machen wir denn da? Okay, ich weiß, was wir tun. Oder warte mal. Warte mal, wir lassen das nicht sterben. Hallo? Wir gehen zu unserem defensiven Psycho-Kiddy raus und holen den Reflektor. Was denkt er eigentlich, wer er ist mit seinem Mega-Lucario? Ha! Er denkt, der Freunde. Der denkt wohl, wer er ist, ne? Der denkt, wer er ist. So, da kommt ein Nahkampf, wird resisted. Wird immer noch viel Schaden machen. Das ist ein fucking Mega-Lucario, ne, Freunde? Ihr wisst Bescheid. Aber, jetzt hauen wir einen Reflektor raus. Und ich wäre froh. Danke. Wenn es zu keinem Disconnect kommen würde. Denn dann würde ich ein bisschen traurig sein. Wäre ich ein bisschen traurig. Geht auch nochmal für einen Nahkampf? Nö, er ruft zurück. Tatsächlich ruft er zurück. Zu Serpiroyal. Was möchte Serpiroyal genau machen? Das ist die Frage. Die andere Frage ist, was möchte ich auf Serpiroyal machen? Denn Serpiroyal mit seinen Boosts? Möchte ich zu Rico raus? Ja, ich möchte zu Rico raus. Rick Rose! Einerseits möchte ich aber noch das Lichtschild setupen. Denn da werden spezielle Attacken halbiert. Und Rico hat die Offensivweste und den Flammenwurf. Das bedeutet, wir haben Lichtschild, Offensivweste gegen den Blättersturmboost. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Soll ich das Ding noch donnerwellen? Ja, ich glaube, ich donnerwelle das Ding noch kurz. Ich habe nämlich keinen Bock darauf, dass das Ding irgendwie alle meine Pokémon tötet. Deswegen mache ich jetzt eine Donnerwelle drauf, jetzt wo es noch geht. Und dieses beschissene Handy, Alter, stellt alle Minute, stellt's ab. Wegen der verfickten Batterie quasi, ne? Hm, die ist trotzdem so schnell da. Okay, ich habe noch circa 15 Minuten Zeit, das passt. Wenn der liebe Mojaro seine Move machen würde. Wenn ich diesen Kampf gewinne, Freunde, dann wäre das der 7. Kampf in Folge, den ich in dieser Session... Wow. Was kommt rein? Altaria. Ups. Upsi-dupsi. Ja, Altaria bietet uns eigentlich das perfekte Setup an. Bam.
Ja, theoretisch ist Altaria der perfekte Setup-Fodder. Weil er ist kein Drache, das bedeutet seine... natürlich ist er Drache, er ist keine Fee. Seine Fee-Attacken sind kein Stab und wir haben Lichtschild oben. Das bedeutet, wir können... Er geht trotzdem für Mondgewalt. Okay. Okay. Alter! What? Das hat gar nichts gemacht. Holy. So, jetzt kommt die Bauchtrommel, mein Freund. Jetzt kommt die Bauchtrommel. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Feuerodem. Oh. Interessant. Bitte keine Para. Danke. Ja, die Sache ist jetzt, ich wünschte, er wäre, warte mal, er ist ja keine Fee. Das bedeutet, Abschlag wird killen. Plus 6 Abschlag. Baum! Das war's mit Altaria. Digga? Und ich weiß, Glurak resistet den Bullet Punch, aber wir haben Steinchen oben. Ah, dieser behinderte Leben Orb, Alter. Ich hätte für Leben Orb so eine Beere reinklatschen sollen. Warum zum Teufel spiele ich Belly Drum Leben Orb? Das ist das Beschissenste, was man machen kann. Schon im letzten Part wurde es mir hart zum Verhängnis, ey. Naja. So, da kommt natürlich Serpi Royal zurück. Serpi Royal ist leider schneller als wir. Aber, Alter. Okay. Ja, macht overall noch was? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Irgendwie macht er nichts mehr. Ja, fuck it. Wir gehen für einen Patronenhieb. Passt. Schauen wir mal, was es macht. Das hat gereicht für das Ding. Alter. Okay. 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 Lucario. Tja, Lucario wird für einen Bullet Punch gehen. Denn er weiß jetzt, dass wir outspeeden. Soll ich an der Stelle overall down gehen lassen? Ich habe keine andere Wahl. Ja. Er wird eh outspeeden, von daher können wir easy für den Nahkampf gehen. Aurasphäre, okay. Okay, Mixed Mega Lucario confirmed. Naturellement, alles klar. So, das war's mit dem Belly Drum. Da hat er gut reagiert. Der Reflektor lässt nach. Okay. Das kann gefährlich werden. Aber wir haben immer noch Mew. Mew resistet alles, was er uns kann, außer Finsteraura. Aber Finsteraura werden wir easy überleben. Das bedeutet, wir können easy für ein Irrlicht gehen und sein Uber-Lucario verbrennen und somit verkrüppeln. Natürlich hat er da einen Aurasphäre. Okay, er hat keine Finsteraura, er hat Drachenpilz. Alles klar, das macht gar nichts. Und das war's mit deinen physischen Attacks. So. Sole, die Frage ist nur, was machen wir denn? Also er kann nichts gegen Mew machen, ne? Er kann gar nichts gegen Mew machen. Das weiß er. Und deswegen, weil er das weiß, gehen wir für einen Abschlag. Denn jetzt wird ein Geist-Pokémon vielleicht reinkommen. Was uns das Leben zerhört. Nö, er bleibt einfach drin und geht für Aurasphäre. Okay. Okay. Ich habe so das Gefühl, Mojaro will uns ein paar Tricks beibringen. Oder hatte er Lucario in Wirklichkeit auch nur einfach aufgegeben? Hat er Lucario aufgegeben? Ich weiß nicht, ob er hier drin bleiben will. Also ich würde es nicht. Aurasphäre könnte nämlich zum Beispiel mein Sengo noch sehr effektiv treffen. Nee? Aber in Ordnung. Wir gehen weiterhin für einen Abschlag. Mew ist ein richtiger Threat, Freunde. Mew ist so ein Threat, das glaubt ihr nicht. Okay, das waren... Bisschen mehr Damage, aber reicht immer noch nicht. Und der hier, ne? Das Feuer und so wird nicht reichen. Das bedeutet, wir können uns in der nächsten Runde weich ein. Theoretisch. Theoretisch könnten wir das tatsächlich machen. Und das machen wir auch. Weil wir gegen alle Opponents gleich spielen wollen. Ne? Zumindest versuche ich das. Mua! Puggy!
Jetzt wechselt er raus? Ernsthaft? Okay. Wow. Obwohl er den Abschlag gerade gesehen hat. Okay. Okay. Tja, an dem Mew kommst du nicht vorbei. Mew sweept dich eigentlich jetzt. Theoretisch. Obwohl ich das nicht möchte. Denn ich möchte immer noch Slicer zeigen. Verdammte Scheiße nochmal. Bap! Alter, das reicht nicht? Okay. Jetzt wird ein Spukball kommen und in der kommenden Runde wird er mich mit Finalschlag ausnehmen. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Der Spukball war viel zu schwach. Was zum Teufel hast du für ein Item? Hast du Heiß Orb oder so? Habe ich dir gerade was abgeschlagen und nicht gesehen? Das wäre nämlich ziemlich sad. Denn dann wäre das Ding ziemlich nutzlos ohne Heiß Orb. Aber okay. Es hatte Verbrennung. Das bedeutet, der Heiß Orb muss da drauf gewesen sein. Aber der müsste doch eigentlich geprockt sein, wenn er gewechselt hat. Irgendwas ist da, glaube ich, schiefgelaufen. Okay, auf jeden Fall kommt jetzt Glurak rein. Bam, bam, bam. Ja, und was man mit einem Glurak machen kann? Ich weiß nicht. Flügelschlag. Ernsthaft? Okay. 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 Okay, okay, okay. Das war ein Crit. Übrigens, hat das Glurak überhaupt ein Item? I really don't know. Was ich aber know, ist, dass ich unbedingt noch mein Pokémon zeigen möchte. So, und deswegen wechsle ich zu I Can See You. Okay, das ist kein CP-Team. Definitiv kein CP-Team. Mojaro, nächstes Mal nimmst du bitte Competitive Pokémon mit. Zu einem Competitive Match. Sonst fühle ich mich ziemlich lame. Ne? Denn ich gewinne jetzt wahrscheinlich den 7. Kampf in Folge. Aber ich kann diesen Sieg gar nicht auskosten. Weil ich einen Glurak mit Zertrümmerer vor mir habe. Oh Gott. Oh je. Okay, Freunde. Aber ihr wisst, jeder Schlingel hat die Chance, hier auf Sephiron-Plateau zu treten und das Beste draus zu machen. Das ist mal wieder der Beweis, dass es wirklich jeder machen kann. Ne? Ich lade alles hoch. Nicht nur die guten, schlechten oder was auch immer Kämpfe. Drachenwut, das ist doch... Das ist ein Move, Mann. Den hättest du bringen sollen. Nicht Zertrümmerer, was resisted wird und überhaupt keinen Damage macht. Drachenwut. Naja. Ja, die Sache ist halt die, Lucario wird jetzt sterben. Und ich kann meinen fucking Slicer nicht mehr zeigen. Selbst wenn ich jetzt zu Slicer auswechseln würde, könnte ich ihn nicht mehr zeigen, weil er Ende dieser Runde durch den Brand sterben würde. Schade, Mann, ich wollte diese Slicer sehen. Ich wollte Slicer sehen, denn Slicer hat einen ganz, ganz, ganz besonderen Move, den ich euch zeigen wollte. Verdammt nochmal. Tja, das war's. Mojaro, GG. Guck dir noch ganz, ganz viele Videos an von Pokémon-Kämpfen. Lerne dazu und versuche zu verstehen, wie man Competitive Pokémon züchtet. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Den Glurak mit Zertrümmerer auf den, ne, auf Sephiron-Plateau zu bringen, das ist schon ein bisschen erschreckend. Die anderen Sachen waren gut. Serperoyal war gut. Mega Lucario war auch ultra stark. Warte mal. Wo zum Teufel ist sein... Wo ist seine Fledermaus hin? Hat Mojaro etwa nur 5 Pokémon ausgewählt? Wo ist seine Fledermaus hin? Okay, I don't know. Ich weiß nicht, was das gerade war, Freunde, aber das war ein Kampf gegen Mojaro. Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um gegen mich zu kämpfen.
Freunde, wenn es euch trotzdem gefallen hat, trotz des, ich würde mal sagen, etwas, ja, nicht so kompetitiven Kampfes, dann lasst doch einen Daumen da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ich würde jetzt zwar noch ein Battle aufnehmen, aber ich muss leider los, denn ich habe Beamon versprochen, da zu sein. Und das ist leider jetzt gleich. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, Freunde. Ich danke euch für die Daumen. Ich danke euch für den Support. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Sephiron-Plateau zusammen mit mir und Puggy. Bis dann und tschüss.